Wir werden hier den Rauminhalt von einem Rotationskörper mit diesem Taschenrechner berechnen. Am Anfang sind zwei Zahlen a und b angegeben und in diesem Intervall ab ist diese Funktion f grafisch dargestellt. Wir werden jetzt diesen Graphen, den man auch hier im 3D-Fenster sieht, um die x-Achse drehen. Und wenn man diesen Graphen um die x-Achse dreht, dann erhält man diesen Rotationskörper. Und wir werden den Rauminhalt, das Volumen von diesem Rotationskörper berechnen, und zwar mit dieser bekannten Formel. Wir brauchen also nur diese Funktion im Quadrat zu erheben, die dann integrieren von a bis b, also hier von a, das heißt minus 1, bis b, das heißt 3, und das Ganze mit Pi zu multiplizieren. Dann machen wir das mit dem Taschenrechner. Pi ist da unten in Gelb versteckt, also tippen wir für Gelb Shift-Taste, Tipp, und dann auf diese Taste, um im Display Pi zu erhalten. Dieses Pi werden wir multiplizieren mit diesem Integral. Also das Integral, Tipp, von welcher Funktion? Von dieser Funktion aber im Quadrat. Also öffnen wir hier eine Klammer, um alles hinterher im Quadrat erheben zu können. Jetzt geben wir diese Funktion ein, also minus 0,5 mal x hoch 3, einmal mit der Cursor-Taste nach rechts, damit wir weiter eingeben können, plus 1,3 mal x im Quadrat, plus 0,4 mal x und dann noch plus 0,6. Jetzt schließen wir die Klammer und vergessen nicht im Quadrat zu erheben, also hoch 2. So, jetzt müssen wir noch die zwei Integrationsgrenzen eingeben. Die erste a, das ist minus 1, also fahren wir jetzt mit dieser Cursor-Taste einmal nach unten, Tipp, und hier geben wir dann die Zahl minus 1 ein. Minus 1. Jetzt Cursor-Taste nach oben, Tipp, sodass wir in diesem Feld die 3 eingeben können. 3. Die Enter-Taste liefert dann sofort dieses Integral für diese Funktion, das heißt den Rauminhalt von diesem Rotationskörper. Wir finden hier 36,36. Das bedeutet also, dass in diesem Rotationskörper 36,36 Einheitswürfel hineinpassen. Da ist der kleine Einheitswürfel, ich nehme mal den Rotationskörper weg, auch den Funktionsgraphen, auch die Zahlen a und b brauchen wir im Moment nicht. Wir haben hier den Einheitswürfel in diesem Bezugssystem des 3D-Raumes. Und dieser Einheitswürfel, der passt anscheinend 36,36 mal in diesen Rotationskörper hinein. Es ist schwer, sich das vorzustellen. Wenn man sich aber den Würfel von vorne anschaut, dann sieht man doch, wie oft dieses Quadrätchen in diesen Kreis hineinpasst und dann kann man sich schon eher vorstellen, dass diese Antwort stimmt. Schauen wir uns den Rotationskörper mal von der Seite an, sowie auch von oben. Also anscheinend ist es wirklich so, dass dieser Einheitswürfel 36,36 mal in diesen Rotationskörper hineinpasst. Übrigens, die Zahlen a und b, die habe ich hier eingegeben mit Schieberegler. Also können wir hier diese Zahlen a und b verändern und wir sehen dann auch, wie dieser Rotationskörper sich verändert. Ich setze das wieder auf minus 1
nehmen den Einheitswürfel mal weg und jetzt lassen wir das Ganze mal einfach etwas drehen im 3D-Raum. Man könnte so zum Beispiel eine Vase herstellen und wir können sogar sehr schön berechnen, wie viel in diese Vase hineinpasst.